Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Silence. Wir haben in der letzten Folge Spot verloren und wir konnten auch Janus und den Sam nicht mit auf unser Schiff nehmen, denn die gute Kyra ist ein bisschen durchgedreht und ja, Rini ist jetzt nicht besonders gut auf Cedric zu sprechen und ja, ich glaube, er wollte das Schiff jetzt irgendwie startklar machen. Ich weiß nicht, ob er noch... Ich weiß nicht, wo das Licht sein soll, das Shana meint. Okay, ich weiß nicht, ob er noch mal auf die Idee kommt, tatsächlich zurückzuschippern, um Spot zu holen. Wenn Rini den Spiegel zerschlägt, wäre Spot sowieso verloren gewesen. Ja, trotzdem. Und mit ihm ganz Silence. Trotzdem. Shana sagte, der Weg führt durch das Licht. Okay, so können wir zu Rini... Ich bringe sie hier raus. Versprochen. Können wir da nicht hingehen? Ich bringe sie zu Noah. Wer hätte gedacht, dass große Brüder derartig beliebt sind? Meiner war ja eher von der fiesen Sorte. Können wir da trotzdem nicht Auch hin? Wenn das nichts Gutes bedeutet. Es ist trotzdem schön, mit ihr hier in Silence zu sein. Ich finde das auch gerade unfassbar gut, wie ruhig es hier ist. Also wir haben gerade keine Hintergrundmusik, das Schaukeln vom Schiff. Niemals hat mir jemand so sehr vertraut wie sie. Und ein bisschen Wind. So, können wir hier denn weiter? Nee, das funktioniert auch alles nicht. Okay. Kanone, Steuerrad, ja, wenn er nicht weiß, wo er hin soll. Splitter und Licht müssen irgendwie zusammenfinden. Ah, ich sehe gerade. Damit ich weiß, wo es hingehen ja, soll. Ich sehe gerade, hier liegt ja der Splitter, habe ich gar nicht gesehen. Der Splitter zeigt den Weg zum Thronsaal durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Welches Licht erleuchtet das Meer mit Hoffnung? Kein Licht weit und breit. Nur eine Wolkenwand. Ich probiere einfach mal was. So, dann schauen wir doch mal. Haben wir nur die Szene oder können wir noch ein Stückchen weiter? Ist da gerade aufgeblinkt? Nein. Wie weit können wir denn zur Seite? Das würde mich mal interessieren, dass wir hier vielleicht noch was sehen. Unten mal lang gehen, auch nichts. Ich glaube, weiter kommen wir wirklich nicht, ne? Weiter kommen wir wirklich nicht. Nee, schade. Wir können es auch nicht irgendwie zum Licht umdrehen. Ah, wartet mal. Ich lausche gerade mal so ein bisschen. Kein... Da! 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 Da ist ein Leuchtturm. Das Licht der Hoffnung, dass das Meer erleuchtet. Na klar! Hast du gehört, Rini? Wir müssen zum Leuchtturm! Zum Leuchtturm, kurz vor Mond. Spot? Cedric? Spot? Spotty! Du bist wieder da, Spotty. Ich bin ja so froh. Toll! Ich will auch fliegen. Aber wie? Wow, wow, wow. Los, nochmal! Ist das schön. Es erinnert mich so an Peterchens Mondfahrt. Hurra! Wow!
Ich geb dir Vorsprung. Spott, du bist zu langsam. Ich krieg dich, Spotty. Passt bloß auf, ihr Wolken. Jetzt scheuche ich euch weg. Alle. Na, das werden wir jetzt sehen. Ach, toll. Echt toll. Das wahrscheinlich jetzt mit dem Gamepad. Um einiges leichter mit dem Gamepad als mit der Maus. Aber gut, wir kriegen es schon hin. Hätte ich mal nicht gesagt, Spot ist zu langsam. Oh, durch die Wolke. Das ist aber auch gemein, dass sie direkt danach kommt. Und da unten durch. Ach Mist, jetzt haben wir uns... Oh, es wird immer dunkler. Oder bilde ich mir das ein? Wow! Spot, wo bist du? Komm runter, Rini, komm! Aber Spot ist weg. Wir müssen ihn suchen. Komm jetzt, wir sind kurz vorm Ziel. Oh je, da. Gut gemacht, kleiner Hüpfer. Sie wollen den Splitter. Was soll ich machen? Ihn zuwerfen? Nein, lauf zum Leuchtturm. Schnell! Und du? Mir wird schon was einfallen. Geh jetzt. Nein, ich lass dich nicht allein. Geh zu Noah, Rini. Zerschlag den Spiegel. Lauf los! Opfere dich? Haben wir keine andere Wahl? Hey, ist das dein Kopf oder hat sich dein Hals gerade übergeben? Wieso arbeitest du nicht auf einem Fischkutter? Als Gestank? Hat euch schon mal einer gesagt, wie überflüssig ihr seid? Wie Einbeinige auf einer Arschtrittparty! Thank you.
Was nun? Ich bin gefangen. Eieiei, boah, kurz vorm Heulen. Oh, shit. Was machen wir? Cedric und Spot, wie soll ich mit ohne euch denn nur weiterkommen? Der Mond. Oh, Sterne? Shana hat gesagt, der Splitter zeigt den Weg. Durch das hoffnungslose Lichtermeer oder so. Lieber Stern, wo der Thronsaal ist, wüsste ich gern. Na los! Oh, wie schön! Oh! Hä, was ist denn jetzt los? Kann man die verbinden? Also der hier verschwindet nicht. Der verschwindet? Verschwindet? Der verschwindet? Okay. Nochmal hier hin? Nee, das ergibt keinen Sinn. Da oben hin auch nicht. Wow, das machst du echt toll, Splitter. Ein Ausweg. Danke, Splitter. Wow. Wie gut ist das denn gemacht? Kannst du hier nicht wenigstens drauf? Funktioniert das nicht? Oder kann es sein, dass wir mehrere Sternbilder suchen müssen? Oder finden müssen? Je nachdem. Da! Hier! So, die verschwinden. Oh, 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 kann ich dich anleuchten? Ah, sehr gut. Funktioniert. So, da unten hin, dahin, dahin. Ich will auch fliegen. Boah, wie gut. Jetzt mal ehrlich, oder? Das ist so, so gut gemacht. Der hier ist zu klein. Da. Hier. Stopp, du läufst zu weit. Vini, nicht so weit. Hier. Oh, da kommt wieder einer. Du gehst erstmal weg, mein Freundchen. Du gehst erstmal weg. Dich können wir hier oben nicht gebrauchen. Dahin, dahin. Oh, das war falsch. Dahin, dahin. Hier. Oh, oh, da kommt wieder einer. Den müssen wir erstmal verscheuchen. Weg mit dir. Ich wünschte, Cedric könnte das sehen. Oh. Okay, es geht noch weiter. Der Mond, das ist auch so, so schön. Ihr habt es bestimmt gesehen. Ich musste vorhin einmal... Stopp, stopp, Rini. Ich musste vorhin einmal kurz einen Screenshot machen. Ich wollte das schon die ganze Zeit machen, als man den Mond auch noch so schön hell gesehen hat. Aber da habe ich es mir dann noch verknüpft. Also vorhin konnte ich dann nicht anders. Musste ich einfach mal... Du gehst weg. Du gehst weg, mein Freundchen. Du hast hier nichts zu suchen. Du brauchst es nicht immer wieder versuchen. Dahin, 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 dahin. Du bist wieder da! Spot!
Schloss. So, können wir denn jetzt hier irgendwie rüber? Funktioniert das schon oder fehlt uns noch was? Wir haben hier Cedric. Flügel. Können wir uns das... Ah, Moment, ich habe es gerade gesehen. So, konnten wir da hin? Wow, das ist der Thronsaal? Hallo? Falsche Königin. Bist du hier? Endlich bringst du mir den Splitter. Nö, mach ich gar nicht. Ich mach den Spiegel kaputt. So. Das ist witzig. Brauchst gar nicht so blöd tun. Meinst du bloß, weil die Sucher dir gehorchen, hab ich Angst vor dir? Kein bisschen. Die Sucher suchen den Splitter. Das ist ihre einzige Aufgabe. Und wer ihnen im Weg steht, wird auch zum Sucher. Denn nichts ist wichtiger, als den Splitter zu finden. Den Splitter der Wahrheit. Aber du hast recht. Ich brauche diese Kreaturen nicht mehr. Sie können wieder die Menschen werden, die sie vorher waren. Du kannst sie zurückverwandeln? Ich nicht. Der Spiegel kann das, sobald er wieder vollständig ist. Also bring den Splitter her! Aber du bist ja ich. Nicht ganz. Wie du siehst, fehlt mir eine Ecke. Und außerdem friere ich, während du in Wolle gepackt bist. Bist du die falsche Königin? Ich bin nicht falsch. Nur spiegelverkehrt. Und etwas lediert. Aber bald wieder vollständig. Aber wieso? Was hat das zu bedeuten? Viele Fragen, auf die du die Antwort längst weißt. Aber nicht wahrhaben willst. Aber das ist mir egal. Du hast etwas, das mir fehlt. Also gib es mir. Ich will den Splitter. Ja, wenn du mir sagst, warum. Nein, niemals. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es unterschiedliche Enden gibt. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt schon am Ende sind. Und was ist mit ihr? Also sie ist Rini, aber ist sie im Endeffekt... Ja, genauso wie das bei Cedric und Noah war. Ich habe das ja schon am Anfang vermutet. Also nicht am Anfang, aber in irgendeiner Folge habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass mit der falschen Königin eigentlich Rini gemeint ist. Also wenn es unterschiedliche Enden gibt und wir jetzt gerade dabei sind, das Ende zu beeinflussen, dann würde ich euch natürlich gerne beide Enden zeigen. Ja, wenn du mir sagst, warum. Ja, ich möchte wissen, warum. Sag mir, warum ich ihn dir geben sollte. Warum, fragst du? Warum? Ich erfriere. Ich spüre meine Finger schon nicht mehr. Dafür tut mir der Kopf weh. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du kannst meinen Mantel haben. Puh, der wird nicht helfen. Sag mal, du begreifst es wirklich nicht, oder? Was meinst du? Na schön.
Ich war lang genug die Böse. Zeit für die Wahrheit. Augen auf. Glaubst du, Janus und Sam werden wieder da sein? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und Cedric auch? Sobald der Splitter eingesetzt wurde, auch wenn es da draußen kein Noah mehr für dich geben wird, der Cedric hier in Silence wird für immer an deiner Seite sein. Alles wird wieder gut. Ey, das geht doch nicht. Ich fühle mich gerade wie bei The Walking Dead. Echt. Kurz vorm Heulen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Wenn wir davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagt, das wissen wir ja noch nicht mal. Moment, was können wir überhaupt machen? Zerschlage den Spiegel, ergänze den Spiegel. Wir wissen ja noch nicht mal, ob sie die Wahrheit sagt. Wenn sie die Wahrheit sagt, wollen wir dann in Silence bleiben? Im Endeffekt in der Traumwelt leben? Oder wollen wir zurück? Und wenn sie recht hat, ist alles zerstört, Noah ist tot? Und ich denke jetzt gerade daran, dass die beiden ja auch keine Eltern haben. Also es gibt in der realen Welt ja nichts. Was ist passiert? Hast du etwa den Splitter eingesetzt? Ich hab dir doch gesagt, ich lass dich nicht allein hier. Ach, mein Hüpfer.
Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich brauchte jetzt eben kurz einen Moment, um die Gedanken und alles zu sammeln. Ich brauche immer noch einen Moment. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wow. Wow, also echt wow. Großartiges Spiel. Unglaublich gut. Echt unglaublich gut. Also ich war am Anfang schon total begeistert. Die Musik ist der Wahnsinn. Die Stimmen sind unfassbar gut. Ich glaube, über die Grafik müssen wir nicht reden. Über den Zeichenstil, das ist bombastisch. Also ich war am Anfang schon begeistert. Aber jetzt so in den letzten 40 Minuten, also die letzten beiden Folgen, das war nochmal richtig, richtig gut. Und ich bin mir nicht sicher, ob meine Entscheidung gut war. Eigentlich schon. Ich kenne jetzt natürlich das andere Ende nicht. Und mir ist auch gerade eingefallen, dass ich gar nicht weiß, wie ich euch das zeigen soll. Das zweite Ende, wie ich das spielen soll. Denn das Spiel speichert ja automatisch immer auf dem gleichen Spielstand. Und das bedeutet, dass jetzt im Endeffekt alles überschrieben ist. Und dass ich das komplette Spiel von vorne nochmal spielen müsste. Oder ich besorge mir ein Safe Game, sofern es irgendwo schon eins gibt, um mir das andere Ende anzuschauen und natürlich, um euch das zu zeigen. Ich kann es nicht versprechen, dass ich das mache, da ich im Moment auch nicht, ich hätte jetzt nicht die Zeit, das ganze Spiel nochmal zu spielen. Es war nicht besonders lang und vermutlich würde ich das sogar tun, wenn ich die Zeit hätte. Ich muss mal schauen, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie gesagt, mit einem Safe Game, vielleicht kann man es sich irgendwo runterladen. Dann mache ich das gerne. Und dann bekommt ihr eventuell gleich noch das andere Ende zu sehen. Wenn nicht, schaut auf YouTube. Ich gehe stark davon aus. Irgendjemand wird bestimmt beide Enden hochgeladen haben. Oder in einem anderen Let's Play einfach das andere Ende gespielt haben. Ja. Wow. Echt. Wow. Ich bin begeistert. So wie ich es auch am Anfang schon gesagt habe. Eines der besten Deadlake-Spiele. Für viele bestimmt das Beste, könnte ich mir vorstellen. Da schwanke ich noch so ein bisschen, ob ich nicht Satinavs Ketten besser finde, weil es ist Satinavs Ketten und das Spiel war wow. Coco Lefko Green. Ach, das sind die englischen Namen. Ich hätte jetzt gerne die deutschen gewusst. Ich hätte gerne die deutschen gewusst, um zu sagen, dass die Stimme von der Rini unfassbar ist. Unfassbar gut. Und mir hat auch jemand geschrieben, ich hatte vermutet, dass das wirklich ein Kind ist. Ach, jetzt kommen die Namen. Dass das wirklich ein Kind ist. Und es ist auch ein Kind. So 10, 11 Jahre alt. Soweit ich weiß. Und wer auch immer das jetzt ist, wir werden es gleich sehen. Großartig. Echt. Wer ist das? Lotti Holsten. Lotti Holsten, du bist die Beste. Wirklich jetzt. Ja. Und auch die anderen Stimmen. Also es war alles super. Aber Rini ist mir vom ersten Moment an so aufgefallen. Ja. Echt gut. Echt, echt gut. Ich überlege gerade, ob es Kritikpunkte gibt. Einen gibt es. Leider. Und zwar, dass das Spiel doch sehr kurz ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wirklich nicht. Ich dachte, als wir auf diesem Schiff ankamen, da dachte ich, ah, jetzt sind wir so ungefähr in der Mitte. Jetzt kommt so, ja, der Höhepunkt, der so in der Mitte irgendwie kommt und dann kommt noch ein bisschen was und dann natürlich nochmal das Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so schnell geht. Bei wie vielen Folgen sind wir? 14. Ich glaube, ich habe 14 Folgen. Ja, gut, aber es kann auch kurze und gute Adventures geben und das gehört definitiv dazu. Man hatte jetzt kein Inventar, so wie man das von Point-and-Click-Adventures sonst kennt. Und ich weiß, dass ich das in der letzten Folge kritisiert habe. Ja, ich habe es nicht kritisiert, aber ich habe gesagt, bei anderen Adventures ist es anders. Aber ich glaube, das war nur, weil ich da echt auf dem Schlauch stand. Ja. Unfassbar gut.
Ich hätte gerne von jeder Szene, hätte ich so, so gerne Screenshots gemacht. Ich habe es mir jetzt vorhin nur einmal kurz erlaubt, weil ich ja weiß, ihr hört dann den Sound, dann ploppt das auf und so, das ist dann nicht so schön. Warum hat er jetzt da auch die Augen aufgemacht? Oh Leute, ich habe so Gänsehaut, das Spiel macht mich fertig. Bonusmaterial. Oh Gott. Unfassbar. Unfassbar niedlich. Wow, Kyra. Sexy, sexy. Ja, vor allem, man hat jetzt auch, stimmt, von ihr so wenig erfahren, dass mit Janus ist. Man hätte bestimmt noch 2 Stunden dranhängen können. Auch Spot, auch so unfassbar toll. Die ganze Sache mit dem Mond gerade, mit dem Fliegen. Oh, das war so, so schön. Oh, süß. Der. Oh Gott, die sind alle super. Der auch. Oh, ich liebe es. Die sind auch super, Ingo und Ralf. Auch schön. Schneeballschlacht, warum? Oh, ich bin auch blöd. Ich dachte, man kann da draufklicken. Warum konnten wir das nicht machen? Was ist das? Ach, das ist... Ah, natürlich, dieser Drache, klar. Das haben wir nicht gesehen. Och, auch so putzig. Was? Warum sind hier so super schöne... so super schöne Konzeptarts drin, die wir nie gesehen haben? Ja, die Nebencharaktere, jetzt der Janus, der... Das war gut, also der war ein guter, aber ein bisschen... Na, das ist so böse, das zu sagen, aber mir fällt leider kein anderes Wort ein. Flach, in Anführungsstrichen. Wisst ihr, was ich meine? Och. Okay, das war's schon. Das war's schon am Bonusmaterial. Auch schön. Leute, das war's mit Silence. Spiel laden. Ich kann ja mal eben gucken, das Spiel wirklich beenden. Ich wollte doch das Spiel laden. Ah ne, ich habe auf... Quatsch. Vergesst es. Was ist, wenn ich jetzt auf Spielen gehe? Ja, dann seht ihr, ich habe nur diesen Slot hier. Ich habe nur den Slot und... Ah, da könnte ich doch. Da könnte ich doch. Ist mir alles egal. Ich will raus. Nein!
Ich mochte deine Geschichte, Noah. Jetzt erzähle ich dir eine. Ja, das war das zweite Ende. Ich glaube, ich bin froh, dass ich mich für das andere entschieden habe. Wobei das jetzt eher so das realistische Ende ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr euch entschieden hättet oder habt, falls ihr es selbst gespielt habt. Und ich glaube, zum Spiel habe ich alles gesagt. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Es war genial. Und die Credits hatten wir jetzt auch schon. Ich würde sagen, ich schalte jetzt ab. Und wir sehen uns bei einem weiteren Projekt. Bis dahin. Tschüss.